Keiner wird akzeptiert, wenn er keine mächtige oder kräftige Stimme aufweisen kann. Keine Statur wie ein Adonis hat oder keinen hohen Stellenwert in den Medien besitzt. Man schaut auf diese drei Kategorien und will genauso sein. Doch deine geistigen und körperlichen Grenzen weisen dich in die Schranke. Du musst irgendwas finden, um alle auf deine Art zu übertreffen. Ich zum Beispiel hasse alles und jeden, der Olymp wird im Flammen aufgehen. Schulen unterdrücken kreative Talente, um sie alle systemreif in die Arbeitswelt zu stecken. Man soll immer den Fortschritt vermeiden, zum Arbeitssklave mutieren und genauso kopieren. Die nächste Generation soll es besser machen, doch werden mit zu viel Druck belastet. Bleib wie du bist, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um erfolgreich mit deinen Träumen zu sein. Denn nur dann werden sie wahr. Wenn du nichts machst, bleibt alles wie es ist. Du musst allen zeigen, wer du bist, sonst bleibst du auf ewig in dieser Welt transparent. Beispiel meiner Wünsche, wie Magie, Fliegen, Unsichtbarkeit oder die Unsterblichkeit. Viele denken, sie würden für immer schön sein, doch sowohl innerlich und äußerlich werden wir älter, schrumpeliger und ekelhafter. Für jeden einzelnen Tag wird der Mensch gefährlicher und dann werden Tiere eingeschläfert, weil sie einen Menschen verletzt haben. Wo bleibt unsere Todesspritze, weil wir Tiere verletzen? Wo bleibt das schnelle, beruhigende Ende? Darf ich es herbeiführen? Denn ich habe kein Gewissen, um mir ein mitzugeben. Ich kann euch alle ohne schlechten Gewissen töten. Ich hab eurer Hinrichtung Lächeln. So endet die Geschichte der menschlichen Rasse. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um erfolgreich mit deinen Träumen zu sein. Denn nur dann werden sie wahr. Wenn du nichts machst, bleibt alles wie es ist. Du musst allen zeigen, wer du bist, sonst bleibst du auf ewig in dieser Welt transparent.